heiße Jens Söhring und ich bin seit 1986 im Gefängnis für eine Tat, die ich nicht begangen habe. Jens ist 1966 in Thailand geboren, in Bangkok, als Sohn eines Diplomaten. Und das ist auch der Grund, warum er eigentlich eine sehr besondere Kindheit hatte, also die sich auch von anderen Kindheiten unterscheidet, weil er einfach mit den Eltern auch an den Standort des Vaters mitziehen musste und deshalb auch mehrere zu Hause hatte in der Zeit. Es ist auf der einen Seite für ihn ein privilegiertes Leben gewesen, als Diplomatensohn, Vater, Generalkonsul dann. Aber es ist natürlich ein gehetztes Leben. Man wechselt die Orte alle 2-3 Jahre, bekommt wieder eine neue Stelle, verliert die Freunde, muss sich neue suchen. Das ist nicht immer so einfach. Und deswegen, vielleicht auch daher, war er ein Kind, das sich sehr auf sich selber zurückgezogen hat. Er hatte dann als 19- oder 18-Jähriger ein Hochbegabtenstipendium bekommen, hat an der Universität in Virginia angefangen zu studieren. Und gleich dort am Anfang lernte er auch seine damalige Freundin Elizabeth Hazen kennen. Beide verliebten sich ineinander, sie hatte auch ein Hochbegabtenstipendium, waren aber ganz unterschiedliche Typen. Viele Studenten hätten dieses Mädchen gerne zur Freundin gehabt. Die war besonders klug, die war besonders schön, war besonders anziehend. Und letzten Endes entscheiden das aber immer die Frauen, welchen Mann sie sich auswählen. Und sie hat sich für ihn, für den Jens, entschieden. Und das nahm ja dann auch insofern einen tragischen Ausgang. Denn was er nicht wusste, dass Elisabeth offenbar drogenabhängig war und da liegt auch eines der Motive für die später entsetzliche Tat. Ende März 1985 geschah es dann, dass Elizabeth und ich nach Washington D.C. fuhren, um dort ein Wochenende miteinander zu verbringen. Aus meiner Sicht waren das so Mini-Ferien. Im Nachhinein scheint es mir nun so, dass das möglicherweise schon Teil eines Plans von Elizabeth war, um ihre Eltern umzubringen. Sie waren schätzungsweise gerade mal 3 Monate zusammen, hatten sie einen Wochenendtrip nach Washington gemacht. Und bei diesem Wochenendtrip eröffnete sie ihm, sie wollte mit den Drogen aufhören, aber sie hätte noch Schulden beim Dealer und müsste die bezahlen, indem sie Drogen von Washington nach Charlottesville bringt. Sie bat ihm, dass er ihr ein Alibi verschafft, indem er 2 Kinokarten kauft und dort auch reingeht, das abreißen lässt, diese Kinokarten aufhebt, damit sie etwas für ihre Eltern hat, weil die natürlich dagegen waren. Gegen diese Drogen waren immer schon misstrauisch, um was in der Hand zu haben. Jens hat das dann auch so umgesetzt, wie er sagt, hat diese Kinokarten besorgt, hat gewartet, hat zunehmend unruhig gewartet. Und das hat sich gesteigert, diese Unruhe und Angst, bis dann in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages, bis Elizabeth dann zurückkam und einen sehr, für ihn sehr, sehr verstörten Eindruck machte, einen schockierenden Eindruck machte und sie ihm dann auch frei rausgestanden hat, dass sie ihre Eltern umgebracht hat im Drogenrausch. Sie wiederholte ein paar Sätze immer wieder. Der erste Satz war also, dass sie ihre Eltern umgebracht habe, dass das aber nicht ihre Schuld sei, das seien die Drogen gewesen. Und dann sagte sie auch immer noch wieder, sie haben es ja verdient. Das war also eine Anspielung darauf, dass ihre Mutter sie angeblich sexuell misshandelt hatte. Das hatte sie mir erzählt und mir auch Fotos gezeigt, die das belegen sollten, die angeblich ihre Mutter gemacht hatte. Und ihr Vater habe das also erlaubt und sie nicht vor der Mutter geschützt. Die Idee der Elizabeth in dieser dramatischen Situation zu helfen, die hat sie ihm eigentlich selber so geliefert, weil sie gesagt hat, du musst mir helfen, ich komme sonst auf den elektrischen Stuhl, du musst mir helfen, du musst mein Alibi sein. Und das hat er sofort gesagt und erkannt, dass das gerade das nicht geht, Alibi zu sein für sie, weil man ihm als dem Freund auf keinen Fall glauben würde. Und dann blieb natürlich stehen, du musst mir helfen. Und da hat er in seiner naiven
Idee in dem Moment gedacht, der Diplomatenstatus ist die einzige Chance, wenn er es selber auf sich nimmt. Das glaubte er, weil er ebenfalls im Besitz eines Diplomatenpasses war und glaubte nun, er besäße auch gewissermaßen diplomatische Immunität. Und deswegen würde er vielleicht unter Jugendstrafe, wurde ausgeliefert nach Deutschland und würde 5 Jahre Jugendstrafe dafür bekommen. Die hätte er für seine Angebetete gerne abgesessen. Ganz langsam haben sie gemerkt, dass da doch der eine oder andere ermittelnde Beamte ab und zu mal ein Auge auf sie wirft. Und deswegen sind sie dann Hals über Kopf abgehauen, haben eine Odyssee gemacht bis nach Bangkok. Dann ging das Geld aus und verhaftet wurden sie eigentlich in London. Ich wurde 4 Tage lang verhört. Während dieser ganzen Zeit wurde mir nie Anwaltsbeistand gewährt, obwohl ich auf Tonband immer wieder und wieder und wieder um meinen Anwalt bat. Am 4. Tag war es dann aber so, dass ich vor der Wahl stand, ob ich mein Versprechen zu Elisabeth halten würde oder ob ich mich selber schützen würde, indem ich nichts sage. Und am 4. Tag seines Verhörs hatte er dann auch, wie er es mit Elisabeth besprochen hat, gestanden, die Tat begangen zu haben. Sie hatte schon beim ersten Verhör sofort gestanden, hat es aber später widerrufen. Jens hat in seinem Geständnis viele Widersprüche gehabt, Dinge, die einfach nicht mit dem Tatort übereinstimmten. Das betraf den Standort der Leichen, die Wunden, die Beschreibung des Messers, das stimmte alles nicht so richtig. Das heißt, auch da hätten die Ermittler schon stutzig werden müssen und es nochmal neu überprüfen können. Und er hat den ganzen Sachverhalt mehrfach geschildert und aber jedes Mal ein bisschen anders, hat versucht, eine künstliche Glaubwürdigkeit einzubauen, indem er auf eine Narbe hinwies, die er an seiner Hand hat, von der er dann behauptet hat, das ist im Kampf passiert. Letztlich war aber auch diese Narbe nicht stimmig. Und wie wir ja auch heute wissen, gibt es überhaupt keine Blutspuren vor Ort von ihm. Insofern sind die Widersprüche nie entkräftet worden, das ist immer im Raum geblieben und auch da wurde auch nie weiter nachgeforscht. Also man hat Geständnis sein gelassen und es nicht mehr überprüft. Es dauerte dann 3 Jahre, bis er nach Amerika ausgeliefert wurde. Es war ein ständiges Hin und Her, ob er nach Amerika ausgeliefert werden dürfte, in ein Land, was die Todesstrafe hat, beziehungsweise drohte ihm ja die Todesstrafe. Aber als er dann in den USA war, Todesstrafe war abgewendet, da hat er dann sofort mit den Anwälten seinen Prozess oder mit seinem Anwalt den Prozess vorbereitet, allerdings im Nachhinein von ihm selbst erkannt, sehr schlampig. Bei meinem Prozess sah ich dann Elisabeth zum ersten Mal praktisch seit unserer Verhaftung in England. Sie kam dorthin und sagte gegen mich aus, denn sie hatte einen Deal, eine Abmachung der Staatsanwaltschaft gemacht, dass sie früher als üblich einen Antrag auf Entlassung auf Bewährung stellen könnte und dass der Staatsanwalt sie dabei unterstützen würde. Der Prozess war ein großes Medienspektakel in Virginia. Das erste Mal, dass dort ein Prozess überhaupt erst über die Medien ausgestrahlt werden konnte. Somit wurde auch schon vorher Stimmung gegen ihn gemacht. Eigentlich gilt auch in Amerika in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Aber bei Jens war es irgendwie genau umgedreht, im Zweifel gegen den Angeklagten. Das baute sich von Anfang an so auf. Das fing schon an bei der Person des Richters, der langjährig mit der Familie befreundet war, trotzdem als Richter für diesen Prozess bestellt wurde und sich auch öffentlich kurz vor Prozessbeginn gegen Jens geäußert hat. Und diese öffentliche Meinung wurde dann in den Gerichtssaal transportiert, speziell auf die Geschworenen hin, sodass er im Grunde keinen ausgewogenen Prozess erwarten konnte. Der Prozess ist so ein bisschen abgelaufen, wie man es fast karikaturmäßig von amerikanischen Filmen kennt. Es gab also hanebüchene Ereignisse, die wir uns hier in unserem Rechtssystem nicht so richtig vorstellen können. Also zum Beispiel, dass der Verteidiger
während der Sitzung eingeschlafen ist, verpasst hat, wo er unbedingt hätte eingreifen, nachhaken müssen. Das sind Nachlässigkeiten, da langt man sich an den Kopf. Zahlreiche Indizien, die bei diesem Prozess hätten angeführt werden sollen, wurden eben nicht angeführt. Wie zum Beispiel ein Haar wurde im Waschbecken gefunden. In diesem Waschbecken wurde offensichtlich Blut abgewaschen. Dieses Haar wurde nur auf Jens untersucht, aber nicht, wem könnte es sonst gehören. Ganz speziell wurde es auch nicht untersucht, ob es Elisabeth gehörte. Es wurden Fingerabdrücke von Elisabeth gefunden. Es wurden Fingerabdrücke von einer fremden Person gefunden, die aber definitiv nicht Jens gehörten. Trotz dieser Rechtslage, die eigentlich schon damals relativ eindeutig für ihn sprach, denn es wurden keine originären Spuren von ihm gefunden. Es wurde das Tatwerkzeug nicht gefunden. Lediglich, weil man in Beweisnot war, kaprizierte man sich auf einen, wie man ihn später so nannte, blutigen Sockenabdruck. Letztlich hat ein blutiger Sockenabdruck, der am Tatort gefunden wurde, zu Jens' Verurteilung geführt. Der wurde untersucht von einem Experten für Reifenabdrücke, der sich hobbymäßig damit befasst hat. War aber dann so eindeutig für die Geschworenen, dass sie ihn verurteilt haben. Obwohl im Nachhinein mehrere Gutachten sogar belegt haben, dass das nicht sein kann und dass es eigentlich von der Fußgröße gar nicht passt und auch nicht vergleichbar ist 1:1. Und aufgrund dieser Indizien, wegen dieses Sockenabdrucks, ist er zu 2x lebenslänglich durch die Jury des Gerichtes in Virginia verurteilt worden. Also das sind so viele Ungereimtheiten, die da zusammenkommen, auch vor Gericht, dass ich es nur damit erklären kann, dass es tatsächlich vielleicht wie amerikanische Filme hier die ermittelnde Behörde, der Staatsanwalt, der Sheriff sich einfach durchsetzen wollten und die Gegenseite, die Verteidigerseite so schwach war, dass sie sich auch durchsetzen konnte und es niemanden gab, der gesagt hat, stopp, halt, so können wir ja nicht mit einem Menschenleben umgehen. Und es ist passiert. Sehr viel später hat sich ein neuer Zeuge gemeldet, um noch etwas zum Prozess zu sagen. Er hat im Nachhinein, nach dem Verbrechen, beobachtet, dass Elizabeth mit einem anderen Mann, nicht Jens, zu seiner Autowerkstatt kam, mit einem Auto, das ein blutiges Messer enthielt und auch voller Blut war. Und er konnte eindeutig sagen, hat es auch eidesstattlich bekundet, dass das ein anderer Mann war als Jens, hat ihn auch sehr, sehr genau beschrieben. Nur ist dieser Mann immer noch unbekannt. Aber natürlich hat auch niemand Interesse daran, in Virginia diesen Spuren und der unbekannten Person nachzugehen, weil man ja sagt, man hat den Täter. In den Jahren nach dem Prozess gab es nicht nur neue Gutachten zu den Sockenabdrücken, es gab auch noch neue DNS-Tests an neuen Zeugen und letztlich sogar noch ein FBI-Täterprofil, die alle darauf hindeuteten, dass ich die Tat nicht begangen hatte. Aber im virginianischen Rechtssystem ist es nicht möglich, neue Beweismittel vor Gericht zu bringen, wenn die 21 Tage nach der Verhängung des Strafmaßes Vorschein kommen. Bei mir wurden die 2 lebenslangen Haftstrafen im September 1990 verhängt. Also alle Beweismaterialien, die danach erschienen, wurden nie von irgendeinem Richter ausgewertet. Im Herbst 2009 kam plötzlich Bewegung in Jens' Fall hinter den Kulissen, weil der damalige Gouverneur Tim Kaine mündlich versprochen hatte, den Jens unter bestimmten Bedingungen, die die Bundesrepublik liefern sollte, nach Deutschland zu überstellen. Und dieses Verfahren der Haftüberstellung ist ein gängiges internationales Verfahren und man hat dann alles getan, um diese Bedingungen zu erfüllen, sodass im Januar 2010 der Gouverneur schriftlich nach Washington sein Einverständnis gegeben hat. Er war also damit schon in den Händen des Bundesjustizministeriums in Washington, D.C. Und er hat es unterschrieben, kurz bevor er aus dem Amt ging. Und dann kam ein neu gewählter Gouverneur. Im Gegensatz zum Vorgänger ist der Republikaner.
Und der hat als eines der ersten Maßnahmen, die er ergriffen hat, das Ganze widerrufen. Klar, es wird auch offensichtlich dort in der Presse gesagt, dass Jens für die Republikaner Wahlkampfthema ist. Der damalige Gouverneur, der Demokrat, hat sich entschieden, für einen Sitz beim US-Senatswahlkampf zu kandidieren. Nun sagen sich die Republikaner, wunderbar, machen wir Jens Söhring zum Wahlkampfthema. Und insbesondere aus dem Umfeld von Jens Söhring, das offensichtlich einen sehr hohen Einfluss hat, ist dann klar geworden, dass in Virginia nur jemand tatsächlich politisch reüssieren kann, wenn er sich im Falle Jens Söhring gnadenlos, ich sagte genau mal dieses Wort, gnadenlos zeigt. Und deshalb ist der Fall politisiert worden. Er spielt seitdem eigentlich in allen Wahlkämpfen eine Rolle. Und immer dann, wenn es Bemühungen gibt, auch von politischen Kräften zu sagen, okay, wir sind es jetzt auch leid, wir wollen diese ganze Auseinandersetzung nicht mehr, dann kommt das Gegenfeuer von denjenigen, die Jens Söhring offensichtlich ihr Leben, sein Leben lang wirklich dort im Knast sitzen sehen wollen. Und das ist eine politische Frage letztendlich. Und deshalb denke ich, ist es auch gut und richtig, dass sich auch bei uns die Politik einmischt und sagt, dass wir uns auch von einem Verhältnis zwischen befreundeten Staaten etwas anderes vorstellen. Wenn man stelle sich nur mal einen Augenblick vor, ein amerikanischer Staatsbürger würde wegen eines strafrechtlichen Delikts hier verhaftet, würde hier inhaftiert und die amerikanische Seite würde seine Haftüberstellung als amerikanischer Staatsbürger verlangen. Ich bin mir sehr sicher, dass das erfolgreicher wäre als alles das, was das Ergebnis der Bemühungen der deutschen Politik bislang gewesen ist. Glücklicherweise ist es so, dass ich sehr viel Unterstützung von deutschen Politikern erhalte. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber in den kommenden Monaten, hoffentlich nicht Jahren, muss der gute Wille, den ich sehr wohl aus Berlin verspüre, auch in Tat umgesetzt werden. Mein Vater ist jetzt dermaßen zum politischen Zankapfel geworden, dass ich ohne eine politische Lösung nicht mehr freikomme.